Ja, hallo und herzlich willkommen bei meiner 9. Lektion des Internet-Marketer-Crash-Kurses. Und ich möchte Ihnen gerne heute einen Service vorstellen, wo Sie Ihre erste Webseite online stellen können und das alles absolut kostenlos und auch sehr einfach ohne Programmierkenntnisse. Denn die meisten Menschen möchten ja gerade am Anfang einfach mal ein bisschen erstmal rumprobieren, bevor sie ihre erste Webseite online stellen und sich eine Domain und Webspace kaufen. Deswegen möchte ich Ihnen einfach gerne diesen Service kurz vorstellen, damit Sie einfach mal ein bisschen rumprobieren können. Ich möchte Ihnen gerne hier nun den Service homepage-baukasten.de ein bisschen vorstellen. Dort können Sie nämlich kinderleicht Ihre erste Webseite online stellen. Und man bekommt dann die Kurzdomain, ja, der gewünschte Domainname .de.tl. Und viele Funktionen sind da möglich, ist absolut kostenlos. Und ich habe mich einfach mal eingeloggt, um Ihnen mal das Ganze zu zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Sie können jetzt hier links einige Sachen editieren, zum Beispiel das Design der Webseite. Gehe ich mal hier drauf und gehe auf Ice Blue. Und da sehen wir auch schon quasi die Vorlage, wie das Ganze jetzt aussieht. Wir klicken auf Speichern. Und wir klicken hier mal auf den Domainnamen, der hier gelb hinterlegt ist. Und da kriegen wir quasi dann mal kriegen wir quasi die Vorschau von unserer Webseite. Ja, wir können jetzt hier noch mehr editieren. Zum Beispiel können Sie noch weitere Seiten hinzufügen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ah, will er noch nicht ganz. So, genau, jetzt haben Sie hier die verschiedenen Seiten. Die Seite hatte ich hier eben mal schon hinzugefügt. Fügen wir eine neue Seite hinzu. Titel der neuen Seite nennen wir jetzt einfach mal. Ah, das will er nicht. Test 1. So. Und Sie können das als Hauptseite, Unterseite von Home oder Unterseite von Kontakt anlegen. Wir machen mal Unterseite von Home. Und jetzt können Sie hier unten spielend einfach Texte integrieren oder Links einfügen. Da müssen Sie einfach mal ein bisschen rumspielen. Und Sie können auch hier direkten Quellcode einfügen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Newsletter-Eintragungsformular einfügen möchten, wie ich Ihnen ja schon in der Lektion vorher mal gezeigt hatte, wie Sie einen eigenen Newsletter aufbauen. Da müssen Sie auch dieses kleine Feld auf Ihrer Webseite integrieren und das könnten Sie rein theoretisch hier machen. Also Sie könnten rein theoretisch schon diese Seite hier benutzen, um Ihren ersten Newsletter aufzubauen, indem Sie halt eine Landingpage aufbauen, also eine Startseite, und natürlich versuchen, den Benutzer in Ihren Newsletter zu locken, indem Sie ihm einen kostenlosen Bonus versprechen. Ja, das eigentlich dazu. Wir lassen die Seite jetzt mal leer und klicken auf Speichern. Und Sie sehen schon hier, Test 1 ist jetzt eine Unterseite von Home. Wir klicken nochmal auf die Webseite. Und da sehen wir auch schon, alles klar, ist eine Unterseite von Home. Ja, da können Sie ja draufklicken und die Seite ist nicht noch leer. Da müssen Sie dich dann noch was hineinfüllen. Ja, Sie können dann noch Dateien hochladen. Ja, aber da sehe ich gerade, das ist nur im Premium-Bereich möglich. Genau, da müssen Sie 4,90 € zahlen im Monat, habe ich eben noch nicht gesehen. Ja, natürlich, das ist ja kostenlos und wie meistens bei diesen Geschäftsmodellen gibt es eine Upgrade-Version, wo Sie dann Geld bezahlen müssen. Aber natürlich finde ich, ist es eine super Möglichkeit, mal einfach ein bisschen rumzuspielen und erste Tests zu machen. Das rate ich Ihnen auf jeden Fall. Gucken Sie einfach mal, wie Ihnen dieser Service hier gefällt und probieren Sie einfach ein bisschen rum und ich würde sagen, ich sehe Sie in der nächsten Lektion. Vielleicht noch ganz kurz am Ende, alle Links zu den ganzen Webseiten und Homepages, die ich Ihnen hier erkläre, finden Sie auch in meinem Handout oben. Einfach draufklicken und dann können Sie das Handout kostenlos runterladen und haben auch Zugriff zu allen Lektionen. Das war's von mir, bis bald. Ciao, ciao.